Und da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt. Heute die 75. Ausgabe. Schön, dass ihr gerade eingeschaltet habt. Gestern musste ja leider der Podcast ausfallen, denn das hat natürlich seinen Grund. Der Restaurant-Tipp der Woche. Genau, ich war mit Freunden essen und zwar in einem wunderbaren Restaurant. Das muss ich euch empfehlen, im Internet zu finden unter www.restaurant-schauermann.de. Ja, Schauermann, das sagt schon so ein bisschen. Die Schauermänner, das waren früher die Hafenarbeiter, die die Schiffe be- und entladen haben. Deswegen befindet sich auch Restaurant Schauermann an der Elbe, direkt am Hafen, gegenüber der Werft Blohm und Voss. Man kann da aus dem Fenster schauen, dann sieht man so abends die Lichter auf der Werft und sieht die Schiffe vorbeifahren. Es ist sehr schön gelegen und das Essen, da ist seinen nicht so sehr hohen Preis eigentlich wert. In Hamburg ist es ein bisschen, so müsst ihr euch vorstellen, da gibt's ein paar Läden, die sind in. Egal wie gut oder wie schlecht das Essen da ist, da gehen die Leute plötzlich auf einmal alle hin. Das hat neu aufgemacht und dann ist das hip. Und ein so ein Fall ist das Hotel East in Hamburg. Da war ich jetzt zweimal und ich bin zweimal enttäuscht worden. Jeder rennt dahin, alle finden es toll. Meistens aber Leute aus meinem Freundeskreis, die auch selber nicht kochen können und nicht wissen, wie ein Essen so richtig zu schmecken hat. Es ist ja dort nicht wirklich schlecht. Aber es ist halt einfach nicht so gut, wie es sein müsste, um diesen Preis da ansatzweise zu rechtfertigen. Und der Service, der ist stark verbesserungswürdig. Zumindest war ich vor einem Vierteljahr da das letzte Mal und war enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Aber nicht so beim Restaurant Schauermann. Und darüber geht ja eigentlich der Restaurant-Tipp der Woche. Für 29 Euro ein 3-Gänge-Menü, erlesene Qualität, netter Service. Und ich war da mit meinen Freunden gestern zusammen essen. Es ist wirklich ein schöner Laden. Ich hatte als Vorspeise Entenleber auf Bratapfel mit einem Selleriegemüse. Dann hatte ich ein Hirschragout im Blätterteig als Zwischengang und als Hauptgericht ein Kalbsteak, ein richtig dickes, leckeres, welches belegt war mit getrockneten Tomaten und Zwiebeln und so. Sehr, sehr lecker. Alles kleine Portionen, kann man super gut essen. Und als Nachspeise, als Dessert gab es ein Crepe, was mit einer Joghurtfüllung war. Aber es hat nicht so sehr nach Joghurt geschmeckt. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen, wenn ihr in Hamburg lebt, schaut euch das Restaurant Schauermann mal an. Genießt da einen Abend. Und wenn ihr nicht in Hamburg lebt und vielleicht mal nach Hamburg kommen wollt, dann empfehle ich euch das. Für 29 Euro ein Menü mit 3 Gängen, das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn die Qualität der Speisen so perfekt ist. Aber es ist dann halt sehr lange geworden. Es ging, glaube ich, bis heute früh kurz nach 3 Uhr. Und als ich dann nach Hause kam, da hatte ich dann keine Lust mehr, noch einen Podcast zu machen. Sorry, dass ich ihn ausfallen lassen musste. Aber heute hört ihr mich wieder und morgen auch und so weiter. Ich bin dann heute auch nicht wirklich in der Lage gewesen auszuschlafen, weil mich heute früh ein Arbeitskollege aus dem Bett geklingelt hat, der da irgendwie ein Problem hatte, ob ich ihm da kurz helfen könnte. Ich dachte, oh Gott, nicht jetzt schon, aber dann war mal einmal aufgestanden und wenn man dann eh schon munter ist, ich kann dann immer nicht nochmal einschlafen, dann habe ich mir gedacht, ach Reiko, du hast ja diese Woche von eBay ein superschönes Telefon dir schicken lassen oder hattest es da bestellt und ich danke allen Zuhörern, die sich den Spaß gemacht haben, rauszufinden, was das James-Bond-Telefon ist. Alle, die mir gemailt haben an nachtzug@email.de, haben natürlich das richtige Telefon herausgefunden, haben mir sogar ein Bild mitgeschickt vom James-Bond-Telefon. Und dieses kleine Ding, das hatte ich nun, aber ich konnte es noch nicht anschließen, weil der falsche Stecker dran war. Ne? Dieser Stecker, nicht so ein TAE-Stecker, den man in Deutschland braucht, sondern ein Stecker, den man früher in der Schweiz hatte. Und jetzt habe ich dann heute, weil ich eh schon munter war, mir dieses Telefon mal vorgenommen und habe einen neuen Stecker rangebastelt. Es ist echt lustig. Das Ding, das steht jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Und der Schreibtisch ansonsten, es ist so ein 50er-Jahre-Schreibtisch in dunkelbraunem Holz. Und auf dem Schreibtisch, da steht halt mein Mac und da steht mein iPod. Alles im weißen Hochglanzdesign. Und dieses 50 Jahre alte Telefon ist ein kleiner Gegensatz, aber es sieht sehr, sehr schick aus. Und ich habe es mir auch vorwiegend des Designs wegen gekauft.
Und ich muss euch das jetzt mal vorspielen. Ich werde es mal anrufen. Und es hat einen ganz lustigen Klang. Das wusste ich gar nicht, wie das klingelt. Das spiele ich euch jetzt mal vor. Jetzt mal gucken, ob ich hier in der Wahlwiederholung die richtige Nummer drin habe. So. Und dann rufe ich es mal an. Ich halte es mal vors Mikrofon, damit man es halt auch richtig klingeln hört. Klingeln ist zu viel gesagt, aber... Herrlich, oder? Also ich finde das ja... Ich finde es toll. Ja, so eine kleine Schnarre. Ich habe ja mehrere Telefone, bei denen habe ich überall die Klingel abgestellt, sodass nur noch diese kleine Schnarre mich hier erinnert, dass mich jemand anrufen möchte. Also echt süß. Ihr wisst ja, wie es aussieht, sonst hättet ihr mir nicht geschrieben und das Bild daran gehängt. Aber dieses kleine Ding mit der Wählscheibe unten im Fuß, das Telefon steht quasi auf der Wählscheibe. Man sieht sie nicht, weil der Hörer steht aufrecht. Erst wenn man es hochhebt und benutzen möchte, sieht man es. Unten dran ein großer roter Knopf. Ja, es ist so ein halbes Jahrhundert Technikgeschichte, was hier auf meinem Schreibtisch steht. Und natürlich auch die Technik von heute. Wenn ihr mir schreiben möchtet, Kommentare sind immer gern genommen, dann tut das an nachtzug@email.de. Wer mich anrufen möchte, der ruft die 040 7402 1610 71 an, da meldet sich dann der Nachtrufbeantworter. Ich verspreche euch, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Das war's nämlich für heute. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.